Kurznachrichten. Und da sind wir wieder, liebe Schlagerfreundinnen und Schlagerfreunde, liebe Remigrierte und Remigrierten, Tonton, liebe Migrierte und auch alle Kontrafunk-Hörerinnen und Hörer. Da hatte ich mich ja mit beschäftigt, schon unlängst, und möchte heute ein wenig erweitern. Im Februar 2024 griff die Taz in einem Text zur rechtsextremistischen österreichischen Politik-Webseite auf 1 den Kontrafunk als dessen Pendant im Radio auf. Er würde abbilden den Sound der AfD. Nun, Burkhard Müller-Ulrich ist laut Bericht der Thurgauer Zeitung vom 12. März 2024 AfD-Mitglied, produziert den Sender aus seinem Wohnhaus in Steckborn. Als Medienbeobachter halte ich es für sehr schwierig, auf 1 mit dem Kontrafunk zu vergleichen. In der gesamten Ansprache seines Publikums sehe ich auf 1 eher in der Nähe des Kompaktmagazins. Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse. Der Kontrafunk wendet sich schon sehr stringent an ein intellektuelles Publikum. Ich würde hier tatsächlich eher Vergleiche zum Deutschlandfunk ziehen. Tja, und beim Kontrafunk auch tätig Matthias Matuschek. Auch nicht irgendwer, mittlerweile 70 Jahre alt, Journalist, Publizist, Schriftsteller von 1987 bis 2013 arbeitend für den Spiegel. Ein weiteres Mal muss ich sagen, und das gilt für beide, Burkhard Müller-Ulrich kommt ja aus dem öffentlich-rechtlichen Umfeld. Jahrzehntelang waren ihre Verschwörungstheorien mit den Verschwörungstheorien der offiziellen Medien kompatibel. Was ist passiert, dass es diese nun nicht mehr sind? Über Matuschek lese ich auf Wikipedia, er vertritt Positionen der neuen Rechten. Und denen wird ja auch zugerechnet, im wahrsten Sinne des Wortes, der Sellner Martin, geboren am 8. Jänner 1989 im wackeren Wien. Lange war er Sprecher der Identitären Bewegung Österreich. Man unterstellt ihm rassistische, völkische und antisemitische Positionen. Im vergangenen Jahr war er zunächst Opfer, dann aber auch Profiteur einer Medienkampagne von Korrektiv. Es ging um ein Treffen in Potsdam, wir berichteten. Am Ende stellte sich das alles als sehr viel Luft heraus, mit dem Ergebnis für Sellner, dass ein Elaborat in Buchform zum Thema Remigration ein recht großer Verkaufserfolg gewesen sein dürfte. Und das ist meine Meinung, jemand, der sich publizistisch betätigt im Nachrichtenbereich, sich auch damit beschäftigen muss, am besten das Buch gelesen haben sollte. So weit bin ich nun aber auch nicht gegangen. Nach den Vorgängen in Potsdam sah ich ein Interview mit Sellner und Philipp Gut von Hoch 2. Ein sehr gutes Interview. Gut arbeitet auch für die Weltwoche unter Roger Köppel. Ich hatte damals nur ein paar kleine Fetzen daraus gesendet, überlegt, ob ich da ein Dossier zu fertige, habe es dann aber doch nicht gemacht. Da versprach jetzt eben dieser Martin Sellner auf dem Kontrafunk mit Matthias Matuschek. Und so ist die Gelegenheit gut. Und nun ahne ich, aus dem linken Lager wird der Zwischenruf kommen, das kannst du doch nicht machen. Den werde ich jetzt gleich mal entkräften mit einem Ausschnitt. Martin Sellner bei Philipp Gut auf Hoch 2 im vergangenen Jahr. Unsere politischen Gegner, Sie haben erwähnt, die Klimabewegung, man kann ergänzen die Refugee-Welcome-Bewegung, jetzt die Pride-Bewegung. Die feiern unglaubliche Erfolge damit, dass sie eben Politik nicht nur im Parlament betreiben, sondern auch auf der Straße, in den sozialen Medien. Und genau das müssen wir Patrioten auch lernen, denn von den Linken lernen heißt in vielen Fällen siegen lernen. Ja, von den Linken lernen heißt siegen lernen, Martin Sellner. Nun halte ich die Klimabewegung nicht für links, Pride nun gleich gar nicht, aber als Linker habe ich mich dort sehr wohl gefühlt, weil ich den Intellekt dort gesehen habe. Den hat man in den letzten Jahrzehnten, wenn Sie mich fragen, erfolgreich überwunden. Er findet noch statt, hier und da in der einen oder anderen Periodika, gerne nenne ich die Tageszeitung Junge Welt, natürlich auch unsere Zeit. Auch den Neuen Morgen und einiges mehr. Und es gibt auch noch einige gute Leute, gerade jetzt auch im Umfeld von Sarah Wagenknecht, die von mir allerdings kaum noch als links bezeichnet werden wird. Im Großen und Ganzen habe ich aber das Gefühl, die Linken geben bei Themen, die die Menschen beschäftigen, nicht mehr den Takt an, haben sich eingelassen auf Themen wie Vogue, Pride und Klima, die zumindest höflich ausgedrückt für viele recht abstrakt daherkommen. In der 2000 Einwohnergemeinde weiß man in der Regel, ob man Mann oder Frau ist und gießt den Rasen, wenn es mal trocken ist. Ebenso entwickeln sich die Wahlergebnisse der Linken seit Jahrzehnten. Auch noch mit Sarah Wagenknecht waren sie in der Nähe des jetzigen Status. Wagenknecht konnte ihre, zum Teil beeindruckenden Wahlergebnisse also aus anderen Quellen rekrutieren. Es mag ihrer eigenen Position als Fernsehstar geschuldet sein.
aber auch der Tatsache, dass viele, die sie wählten, eigentlich die Hoffnung haben, dass sie mit der AfD irgendetwas zusammen machen würde, linkes Korrektiv dieser Partei sein könnte. Wird sie das nicht machen, wird sie den Wähleranteil verlieren. Wie hoch dieser sein wird, werden wir im nächsten Jahr feststellen. Höflich merke ich an, er wird sichtbar sein. Zu dem Ergebnis werden auch Matuschek und Sellner kommen. Ursprünglich sollte es in dem Gespräch um Religion gehen, das ist aber so wichtig nicht. Jetzt geht's erstmal um die USA. Land unseres Hegemons. Sellner ist mit einer US-Amerikanerin verheiratet. Da geht's sehr viel unter. Eine ganze westliche Gesellschaft, deren woke politische Oligarchien tatsächlich dafür sorgen, dass ihre Endzeitprophezeiungen wahr werden, indem sie sich nun in einen Krieg stürzen, der in seiner Eskalationslogik nur in eine nukleare Katastrophe münden kann. Und dagegen meldet sich nun Widerstand. Und nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. In den USA hat ihr Widerstand einen Namen. Donald Trump. Matthias Matuschek, wir hören schon, kein Format-Radio-Moderator und auch bekannt mit Martin Sellner. Die persönliche Nähe möchte ich voranstellen. Ich hatte das Vergnügen, zu deiner Hochzeitsfeier eingeladen zu werden. Damals war wunderbar in dieser tollen Ruine außerhalb Wiens. Wo war das genau? Das war entlang der Donau, ja, so eine wunderschöne Burgruine in der Wachau. Ja, also eine wunderbare Feier mit großer amerikanischer Familie und vielen Deutschen und Österreichern. Multikulti kann man eigentlich sagen. Ja, total Multikulti. Dann müssen die Patrioten selbst lachen. Ich erlaube mir mal, die Staatskapelle Dresden einzuspielen an der schönen blauen Donau. Der Kontrafunk arbeitet auch hier und da mit Musik. Wahrscheinlich besorgt darum, keine GEMA zahlen zu müssen. Bei den meinerseits gehörten Musikbeiträgen wurden mir schnell die Zähne stumpf, drum erlaube ich mal. Staatskapelle Dresden. Aber weiter, Matthias Matuschek und Martin Sellner. Man kommt auch auf Donald Trump raus. Nun bin ich froh, ganz besonders in der Migrationsfrage einen Spezialisten zum Gespräch zu haben. Eben jenen Martin Sellner, der als ganz böser Bube gilt, weil er nicht nur Chef der identitären Bewegung in Österreich ist, sondern als Autor des Buches Remigration als Nazi gilt und als Hassprediger. Obwohl derzeit selbst CDU-Politiker zumindest so tun, als würden sie seine Vorschläge zur Überwältigung zu eigen machen. Lieber Martin, grüß dich. Du meldest dich aus Wien, ja, aus dem überschwemmten Wien? Jawohl, aus dem mittlerweile nicht mehr überschwemmten sonnigen Wien. Ja, das ist, liebe Gott, tut so, als ob nichts passiert sei. Großartig. Wir haben ja, bevor wir zu deinen Vorschlägen zur Migration kommen, großes Thema in den Staaten, aber auch bei uns, und zu deinem Buch Remigration. Erstmal deine Frau Brittany, die reizende Brittany ist gerade in Amerika bei einem Familientreffen, hast du mir gesagt. Genau. Wie siehst du die Attentate auf Trump und die Reaktion darauf? Ja, also ich war geschockt schon beim ersten Attentat. Mhm. Und dass jetzt offenbar noch eines verübt wurde oder beziehungsweise fast verübt worden wäre, zeigt mir einfach, der Mann ist wirklich ein Dorn im Auge von zahlreichen Personen, sagen wir mal so, oder wirklich ein echter Störfaktor. Für mich sind diese Attentate auch die besten Gründe, dass Trump wirklich eine Kraft der Wende ist. Die Reaktionen sind dadurch bezeichnend. Ich habe jetzt irgendeine Schlagzeile gelesen, Trump has brought it on himself. Also ja, einhellig auch bei uns. Schuld ist die Rhetorik und die aufgeheizte Stimmung. Ja. Und Schuld an der wiederum ist Donald Trump. Aber nun zum Bestseller Remigration. Du hast in deinem Buch Remigration im Grunde genommen das gefordert, wo jetzt plötzlich auch der Mainstream und auch der politmediale Komplex sich hinbewegt. Wie fühlt man sich als sogenannter Rechtsextremer, wenn man plötzlich vom Mainstream eingeholt wird? Ja, ich fühle schon ein bisschen Genugtuung, das gebe ich zu. Ich meine, die Rehabilitierung wird nicht eintreten, aber die Normalisierung ist da. Trump spricht von Remigration. In Schweden gibt es Remigrationschecks. Und Frau Faeser will sogar, oder zumindest verbal sagt sie, sie möchte an der Grenze zurückweisen. Also ich sehe das wirklich in einem Speedrun, kann man quasi sagen, so in wirklich Doppelgeschwindigkeit jetzt vom Establishment nachgeholt wird, wofür andere 10 Jahre gebraucht haben. Das finde ich sehr gut, aber da geht noch wesentlich mehr. Und ich beobachte mit Genugtuung, wie sich unsere Thesen durchsetzen. Weniger Genugtuung erfüllt mich, wenn ich sehe, wie sich unsere Warnungen leider auch bewahrheiten. Ja, also wir sprechen ja von Rückführung und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Remigration, wie du sie verstehst, und Rückführung und Abweisung. Was ist der Unterschied?
Was würdest du sagen? Also die Abweisung und die Rückführung geschieht ja auch sehr lückenhaft. Also es werden ja in erster Linie nur Stichproben kontrolliert und dabei soll darauf geachtet werden, dass es keine Staus auf der Autobahn gibt. Ja. Also das versteht jetzt sozusagen die neue politische Richtung unter Rückführung. Aber was ist der Unterschied zwischen Remigration und Rückführung? Ich würde sagen, Remigration ist der Überbegriff. Also so Remigration und Abschiebung, Rückführung verhalten sich so zueinander wie Gemüse und Karotten, weil Remigration für mich der Überbegriff für eine gesamte Wende der Migrationspolitik ist. Rückführung sind ein Teil davon, aber eben nicht alles. Und du hast schon richtig angesprochen, das bleibt bei Faeser bei puren Lippenbekenntnissen. Nicht einmal die Zurückweisung will sie umsetzen. Was das konkret bedeutet, ihre Grenzkontrollen, ist, dass Polizisten an der Grenze stehen, da kommt ein Asylant, der sagt, ich will Asyl, und der Polizist bringt ihn dann ins Asylheim, ist also eigentlich nur eine Art staatliches Refugee Welcome Service. Ja, und er ist noch nicht mal befugt, die genaue Identität festzustellen. Also ich habe ein interessantes Interview gehört im Deutschlandfunk mit einem Rian Aschelbl. Der ist bei den Grünen in einem Kaff Osterdorf und der hat zusammen mit dem Palmer und einem CDU-Bürgermeister in der Zeit einen Aufsatz geschrieben und der sagte in diesem Interview, man müsse jetzt endlich mal auch erlauben, den Leuten, die zwar keine Papiere haben, aber immer noch ihr Handy haben. Bisher durfte man die Handys nicht knacken und untersuchen, wo der herkommt. Und das sollte jetzt doch erlaubt sein, weil tatsächlich die kritische Grenze ist erreicht. Also mehr können die Leute gerade in kleinen Orten nicht vertragen. Das muss jetzt konsequent durchexerziert werden. Es ist erstaunlich, dass es von dem Grünen kommt, ne? Das stimmt. Der Leidensdruck ist wahrscheinlich einfach zu groß. Aber ich finde es halt schade und tragisch, dass die Grünen immer ein paar Terroranschläge, Messertote, Vergewaltigte brauchen, damit sie dann zur Erkenntnis kommen, die wir bereits vor 10 Jahren hatten. Ja. Und insofern ist es ja schon schade, dass sie erst jetzt so spät draufkommen, aber besser spät als nie. Sellner kann nicht klug genannt werden. Wir kommen jetzt zu einem interessanten Begriff, Ersetzungsmigration. Wir haben zu wenig Junge, zu viele Alte, das teilen wir aber als Problem mit der gesamten westlichen Welt. Und deswegen sagt man uns, brauchen wir also Migranten, die dann unsere Rente zahlen werden. Tatsächlich wandern aber großteils Frührentner ein, die vom Tag ihrer Einreise bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dann eben eine Art Leibrente bekommen. Das ist das Problem und überhaupt kann Ersetzungsmigration nie eine Lösung sein. Denn stellen wir uns vor, die hier einwandernden Migranten würden sich wirklich anpassen und würden genauso werden alle wie Deutsche. Also soll heißen, arbeiten, konsumieren, sich schuldig fühlen, ja, nach Mallorca fahren in Urlaub, aber keine Kinder bekommen. Da bräuchten wir neue Migranten. Sprich, es ist wie ein Pleitier, der einen Kredit nach dem anderen aufnimmt. Die Lösung ist, wir müssen überlegen, warum bekommen die Leute heute keine Kinder? Was hält viele junge Frauen und Männer, die nach Umfragen einen großen Kinderwunsch haben, davon ab, ihn umzusetzen? Und hier müssen wir ansetzen. Denn die Ersetzungsmigration, der Bevölkerungsaustausch löst nicht die Wurzel unseres Problems und er ist sogar schlecht für die Herkunftsländer, da er die Armut dort verstärkt. Eine These, die zweifelsfrei im Osten verfangen wird, da sie natürlich darauf hinweist, dass wir mit unserer Migrationspolitik auch die Länder ruinieren, aus denen diese Menschen kommen. Ein weiterer Begriff, Mindvirus. Mindvirus ist genau der richtige Begriff. Ein Virus ist ja davon ausgezeichnet, dass er letztlich selber nichts hervorbringt und das, was er befällt, zugrunde bringt und eigentlich wirklich aus der Negation herauslebt. Und genau diese Ideologie, wir sehen es ja, man kann sie auch Globo Homo nennen, also diese wirkliche Zerrüttung und Zerstörung der letzten Festung der Identität, nachdem man nationale, religiöse, kulturelle angegriffen hat, kommt jetzt die sexuelle und geschlechtliche dran, kann nichts Lebendiges hervorbringen, zerrüttet aber Familien, stürzt junge Menschen ins Elend. Also ich halte das wirklich für eine unglaublich gefährliche und auch perfide geistige Entwicklung, die aufgebracht wurde. Es ist nämlich eine Art Designer-Droge, die nämlich junge Menschen, ich meine, wir waren alle mal jung, ja? Wie fühlt man sich als 16-, 17-jähriger Bursch oder Mädchen? Natürlich ist man zu Tode betrübt und manchmal himmelhoch jauchzend. Ja? Natürlich denkt man manchmal, man will sich am liebsten von einer Brücke stürzen, wenn man Liebeskummer hat. Und natürlich fühlt man sich fremd im eigenen Körper. Ist doch ganz normal. Ich meine, das ging uns ja allen so. Und jetzt kommen dann diese Leute, Stars, Influencer, TikTok, aber auch große Konzerne sagen, ja, du fühlst dich genauso, bist depressiv, fühlst dich schlecht im eigenen Körper, weil du eigentlich im falschen Körper geboren wirst und verschreiben dir eine Hormontherapie.
Und Elon Musk hat an diese Leute tatsächlich einen Sohn verloren. Der hat sich dann umoperieren lassen und er hat dann wirklich eine persönliche Rechnung offen mit diesen Woken, die ihm tatsächlich versucht haben, ein Kind kaputt zu machen. Also Papst Johannes Paul II. Hat das den Todeskult genannt. Also wir sind in einer Gesellschaft, die den Todeskult anbetet. Ich hatte ja an dieser Stelle schon mal gesagt, dass ich nach einigen intensiven Selbstgesprächen nun mit meiner Freundin sonntags die aktuellen Tatorte verfolge. Und was Matuschek hier sagte, kann ich zum Teil bestätigen. Die letzten Folgen hinterließen bei mir fast eine Art filmische Todessehnsucht. Verzweifelte, überforderte Menschen, befreit von Werten, von Ankern, gefüllt mit Ratlosigkeit, an Problemen kollabierend. Wie sagte mein Opa immer in der DDR, achte darauf, dass du die Dinge beherrschst, nicht, dass dich die Dinge beherrschen. Und so sitzt dann die großartige Dagmar Manze in ihrem letzten Tatortauftritt mit einem Gesicht wie Dresden 45 auf dem Schreibtisch und singt: Hello darkness, my old friend. Den Machern kann man zugute halten, dass sie gesellschaftliche Entwicklungen in ihre Arbeiten einfließen lassen wollen. Das tat man auch in der DDR beim Polizeiruf, aber bei den letzten Drehbüchern, da bin ich relativ sicher, wäre dort jemand gekommen. FDGB, FDJ-Kreisleitung, Partei und hätte empfohlen, lassen Sie sich mal eine Kur verschreiben. Bad Elster. Tja, und damit wir ja nicht zu einer Lösung kommen, zu einer gesellschaftspolitischen Lösung, überlassen wir Diskussionen dieser Art dem Kontrafunk. Weiter geht's. Wenn die Bischofskonferenz sagt, wer AfD wählt, ist kein Christ, ist das natürlich ein Skandal. Ja, die greifen tatsächlich als grüne Vorfeldorganisation der Grünen ins Leben ein. Und das ist natürlich ein fürchterlicher Irrweg. Ne? Absolut. Und wenn dann der Kardinal Reinhard Marx sagt, die Vorstellung einer in sich geschlossenen Festung Europa oder Festung Deutschland sei nicht zukunftsfähig, weil Europa ein Ort von Offenheit, Begegnung etc. pp. sei, dann hätte er das doch mal sagen sollen, Valletta auf Malta, ja, Juan d'Austria oder den Verteidigern Wiens. Ja. Also das Christentum, und das ist ja auch letztlich der Punkt, ja, was wir da jetzt erleben, dieses Refugee Welcome Gewerkschaftschristentum scheint meiner Meinung nach nicht viel mit dem europäischen Christentum, zum einen Katholizismus zu tun zu haben, weil der immerhin jahrhundertelang eher das Gegenteil davon gemacht hat. Ich glaube auch, entscheidender Punkt ist, also ich meine, vielleicht warst du schon mal in einer Therme oder bei einer Massage, das ist alles sehr gemütlich und ist doch nett. Ja. Wesentlich entspannter als eine Messe. Und wenn die Kirche glaubt, sie kann die Welt übertreffen, was Wellness, Entspannung, ja, esoterische Erfahrung oder Partymessen betrifft, dann kann ich Ihnen sagen, nein, da kommt ihr nicht mit. Mit Mallorca, mit der Therme La könnt ihr nicht mithalten. Beschränkt auf euch euren Kernbereich. Versucht nicht, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber das würde ich sagen. Mein Lieber, du bist selber katholisch? Ja. Als Österreicher eine Selbstverständlichkeit. Hast du eine katholische Kindheit gehabt? Natürlich, als Österreicher ist das natürlich völlig normal und logisch, ja. Und ich hatte tatsächlich eine wunderschöne katholische Kindheit mit sehr viel Tradition. Ich erinnere mich an Ostern, da waren wir in der Messe im Heiligen Kreuz, Stift Heiligen Kreuz, ein schönes Zisterzienserstift, wo dann so eine Nacht im Klosterhof sind die Mönche mit den weißen Kapuzen, Kreis ums Feuer gestanden, nach der Einzug in diese dunkle Kirche. Also ich habe sehr, sehr viele wirklich schöne Erinnerungen und bin sehr dankbar meinen Eltern, dass sie das kultiviert haben bei uns. Ja, da wird da doch ein Vorrat gelegt, von dem man ein Leben lang zehren kann. Wir machen jetzt noch mal kurz Musik. Au, fein, nicht das GEMA-freie Gewichse vom Kontrafunk. Wir haben doch die Staatskapelle Dresden mit Brahms. Dass die Schlagerfreunde erkennen, es ist der ungarische Tanzliebe Orban und Orbanin non non. Wir kommen jetzt aber zu Potsdam. Ja, also die Potsdam-Konferenz hast du angesprochen. War ein sehr schönes Treffen eigentlich. Eine Sache natürlich, ein Schnitzer, du warst nicht dabei. Ja, das war, sonst wäre es natürlich noch besser gewesen. Nee, und diese Dämonisierung, die hat schon ihre Spuren hinterlassen. Ja, ich habe jetzt mittlerweile 87 Bankkonten verloren oder verweigert bekommen, Schwierigkeiten damit, Wohnung, Kindergartenplatz etc. zu finden. Aber dafür beobachte ich mit Genugtuung und Freude, ich habe es vorher schon gesagt, dass unsere Begriffe und Ideen sich um und durchsetzen. Das Ziel von dieser Kampagne war aus meiner Sicht der Begriff Remigration und damit die Idee, dass Migration nach Europa keine Einbahnstraße ist, dass man den verbannen wollte. Man wollte ihn so beschädigen, dass ihn niemand mehr mit der Kneifzange angreift. Und das Gegenteil ist der Fall.
Das Buch ist ein kleiner Amazon-Bestseller geworden. Die AfD und die FPÖ, allen voran Kickl, verwenden diesen Begriff absolut selbstbewusst. Und ja, ich meine, meine Lesungen werden zwar gesprengt, aber mit jeder gesprengten Lesung wird der Begriff noch bekannter. Also auf eine gewisse Art und Weise sind ja Korrektiv und Phaser frei, also nicht frei, sondern direkt, explizit nach Goethe, die Kraft, die stets das Böse will und auch das Gute schafft. Die Folge des Philosophiestudiums schüttet hier Martin Sellner gekonnt aus dem Ärmel, tat er auch bei Philipp Gut auf hoch 2. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch ein paar Stichworte sagen, Namen, Begriffe und Sie bitten ganz kurz in einem maximal 2 Sätzen dazu Stellung zu nehmen. Kickl. Volkskanzler. Kultur. Erhalten. Goethe. Finde ich großartig, aber mir gefällt Schiller besser. Wieso muss ich jetzt gerade an den DEFA-Film Kabale und Liebe denken und dem von Uwe Jens Pape dargestellten Wurm? Wählerwillen. Denn eindeutig wünschten sich die Leute in Sachsen sowie in Thüringen einen konservativen Regierungswechsel und der wird ihnen jetzt von Seiten der CDU versagt. Ne? In Österreich genauso. Die beliebteste Koalition wäre Schwarz-Blau, FPÖ, ÖVP. Auch das geht nicht gegen den Wählerwillen. Der Wähler will eine Migrationswende. Die Politik gibt es ihm nicht. Ich muss sagen, ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Zugleich aber sehe ich es auch so, an dieser Brandmauer werden AfD und FPÖ emporwachsen wie so eine Kletterheckenrose. Die stärkt uns, sie gibt uns ein Monopol der Opposition. Monopol der Opposition, der ist schon ein Genie, der Martin Sellner. Nur mit Nelken wird man den nicht wegkriegen. Das Dossier. Die kleine Audiodatei, Donnerstag, 17. Oktober 2024. Die Ostsee soll ein Meer des Friedens sein, proklamierte 1973 unsere Kollegin Regina Toss. Sie können sie jeden Sonnabend 16 bis 18 Uhr mit ihrer Sendung Nimm das Lied als Souvenir auf unserem Sender DDR1 erleben. Nun sind derartig fromme Wünsche nur in einer Gesellschaft möglich, die sich als Friedensstaat versteht. Die Deutsche Demokratische Republik tat das in unserer heutigen Zeit und das sollte zumindest in Mecklenburg-Vorpommern jedem klar werden, ist Krieg Geschäftsmodell. Und so berichtete ich gestern vom Bruch des 2+4-Vertrags, ob der Veröffentlichung des NATO-Hauptquartiers in Rostock durch Boris Pistorius. Kommende Woche, Soldaten aus allen NATO-Anrainerstaaten werden an die Warnow versetzt. Florian Warweg schrieb dazu einen Sermon auf den Nachdenkseiten mit allen Quellen. Ich lege nahe, diesen zu lesen. Er zitiert Artikel 5 Absatz 3, ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil Deutschlands, also dem ehemaligen DDR-Gebiet, weder stationiert noch dorthin verlegt, dass alle Anrainerstaaten Soldaten an die Warnow schicken, berichtete die Ostsee-Zeitung, im weitesten Sinne zur SPD gehörend. Warwick berichtet aber auch, dass dieses Vorgehen auch den Einigungsvertrag bricht. Hier schreibt er, zeigt die Originalquelle dazu, im Einigungsvertrag heißt es auf Seite 21, dass sowohl der Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland sowie das NATO-Truppenstatut und die Zusatzvereinbarungen zum NATO-Truppenstatut nicht in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin gelten. Bezug zum Stationierungsabkommen von 54, ausländische Truppen dürfen nicht im Beitrittsgebiet stationiert werden. Noch einmal, heute und morgen wird das keine Folgen haben. Die jetzige Regierung in Russland wird nicht reagieren. Nach ihr werden aber andere Regierungen kommen. Zumindest, wenn die Verschwörungstheorie Globus richtig ist und Russland unser Nachbar bleibt, sich nicht hinter den Mond verschieben lässt. Ich nehme in Russland ausnahmslos dem Westen gegenüber kritischere Politiker wahr, die irgendwann das Erbe des pro-westlichen Wladimir Putin übernehmen. Diesen könnten sich Handlungsspielräume ergeben, sollten beispielsweise Menschen, deren Stimme bei den Wahlen nicht zur Regierungsbeteiligung ihrer gewählten Partei führen, sich Sezessionsbemühungen anschließen könnten, die es in Sachsen und Thüringen auf jeden Fall schon gibt, und die dann unter Umständen nur von den stimmenstärksten Parteien unterstützt werden könnten. Derartige könnten dann einfach anerkannt werden. Es wäre völkerrechtlich in Ordnung. Ebenso wie beispielsweise auch ein militärisches Handeln gegen Rostock oder Mecklenburg-Vorpommern. Hier betroffen die gesamten Werften, in denen Militärisches stattfinden soll. Frieden,
Eine Idee von gestern, eine Idee eines Unrechtsstaates. So hetzen sie seit 35 Jahren. Sie, die Stimmen des Krieges. Krieg im Nahen Osten. Syrien meldet einen israelischen Angriff auf Latakia. Die UN-Organisation UNIFIL meldet Beschuss durch israelische Panzer. Der iranische Außenminister besucht Ägypten. Give us a credit. Und NATO, Zelensky stellt einen Siegesplan vor, derweil weitere Ortschaften im Donbass von russischer Seite übernommen. Die russische Seite nennt es Befreiung. Taurus nicht geliefert. Das ist richtig. Maria Sacharowa, Zelenskys Siegesplan führt zu Skepsis auch in den USA. Frau Sacharowa. In fast 100 Jimmy Carter hat gewählt. Die Niederlande erwägen ein Abschiebelager in Uganda. Und die neue Seebrücke im Ostseebad Prero wurde eröffnet. Vielleicht auch bald militärisches Ziel. Weiter Altweibersommer, ab Wochenende wechselhafter Hochdruck und mild. Machado. Alternative Music.